Kompliment an Sie alle fünf, sehr diszipliniert, auch im Interesse des Publikums, das jetzt 50 Minuten die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, zu diskutieren. Es ist doch einiges, wenn man sich's anschaut, zustande gekommen, auch an unterschiedlichen Vorstellungen, was man dann tun und was man denn machen könnte. Das fängt an mit Außenpolitik zu verändern, sodass man in den Staaten oder in den anderen Ländern Militär sozusagen nicht mehr brauchen wird oder keine militärischen Auseinandersetzungen mehr hätte, geht über das Rüstungsgebot aus der europäischen Verfassung halt eben herauszunehmen. Und auch dieser Auftrag, den Auftrag, den Verteidigungs- oder, ja, das heißt ja immer noch Verteidigungsauftrag, halt eben zu erneuern, bis hin das System halt zu ändern. Ich sag mal nicht gleich ein ganz anderes, aber mindestens in dieser Frage eine Zivilisierung des Kapitalismus, sodass man nicht Waffen produziert, die in der Tat eingesetzt werden, um Zufahrtswege bzw. um dafür zu sorgen, dass man immer das, was man im Kapitalismus macht, nämlich fossile Brennstoffe und Materialien halt eben zu kriegen. Geht weiter über Konversion neu auflegen. Das waren Sie. Also bisher hatte ich über Konversion in der Diskussion wenig gehört. Neu auflegen, weil das auch heißt, danach zu gucken, woran ist es denn gescheitert. Wir waren in der Tat in den 90er Jahren schon mal ein ganzes Stück halt eben weiter. Dann die Ausgliederung von Unternehmensteilen halt zu verhindern, die dann nur Rüstung machen, weil sie damit auch weniger kontrollierbar sind. Und dann ging es, glaube ich, auch noch um die Verhinderung von Förderungspolitik, die halt eben militärische Forschung und Ähnliches möglich macht. Einigkeit bestand darin, dass das Parlament wenig zu sagen hat und dass es deswegen ganz, ganz wichtig ist, dass man transparent macht, was da eigentlich halt eben abgeht. Auch bezogen also jetzt auf Rüstungsgüter, auf Forschungsprojekte und so weiter und so fort. Und auch wenn Sie recht haben und es stimmt, dass das Parlament halt beispielsweise keine Initiativfunktion halt eben hat, wer hindert die Abgeordneten eigentlich da dran, in der Debatte über solche Fragen wie Rüstung, wie Förderpolitik und Forschungspolitik halt zu reden? Wie? So nicht, also so viel Eigenständigkeit oder so viel Möglichkeiten Einfluss zu nehmen sind da. Dann waren Forderungen da, dass man den Einfluss der Lobbyisten zurückdrängen muss. Und, so habe ich es jedenfalls verstanden, Rüstungsexporte verbieten sollen oder mindestens nur auf Europa zu beschränken. Dann die Rüstungsausgaben in den Nationalstaaten, halt in der Tat, runterzusetzen, was dann auch bedeutet, dass man nicht mehr so viel an Rüstungsgütern halt eben herstellt. Keine Forschungsgelder, habe ich schon gesagt. Und die Firmen sollen angeben, so etwas müsste man eigentlich hinkriegen. Firmen sollen angeben, wohin sie eigentlich exportieren und wozu das, was sie dorthin exportieren, wofür das eigentlich dort gebraucht wird. Und dann eine parlamentarische Kontrolle der Exporte, da müsste man aber nochmal reden, wie man das konkret machen könnte, weil die Rüstungsindustrie oder die Rüstungsexporte ja gerade davon leben, dass sie eben von Parlamenten nicht kontrolliert werden, sondern dass da irgendwelche kleine Zirkel halt eben entscheiden, die kriegen was und die kriegen nichts. Oder meistens sagen sie ja, alle kriegen was. So, das sollte jetzt einfach nur nochmal, weil wenn man so fünf Leute so nacheinander hat, ich hoffe jedenfalls, dass mir das gelungen ist, doch diese Vorschläge da nochmal ein bisschen auszubreiten. Damit habe ich auch gleich mein Interesse verdeutlicht, dass Sie sich in der Diskussion auch auf diese Vorschläge beziehen sollten und nach Möglichkeit
Also nicht jetzt die Analyse der Rüstungsindustrie noch einmal, das wollte ich von vorne an neu diskutieren. Ja.